Moin Leute! Moin! Herzlich willkommen auf unserem Kanal Mathe leicht gemacht mit den einfachen Aufgaben der partiellen Integration. Einfach sind natürlich alle nicht, ne? Aber das sind die, die man am ehesten lösen kann. Genau, ist schon sehr anspruchsvoll alles, die ganze Playlist und ja, meistens entweder Mathe, erhöhtes Niveau in der Schule, Richtung Abitur oder halt Studium. Oder Uni, genau. Braucht man da die ganze Nummer, ne? Ja. Kleine Erinnerung oder Übersicht am Anfang, wenn wir einen Faktor haben, lnx, ne, wenn das ein Faktor ist, dann wählen wir das immer als u. Ja, weil immer. Wir das immer schön ableiten können und nicht ln können wir nicht integrieren. Immer. Ja. Genau. Und sonst halt, das ist dann die erste Regel, die hat immer Vorfahrt. Die zweite Regel ist dann, die danach kommt. Wenn es nicht der Fall ist, nehmen wir dieses x oder den Faktor x Quadrat oder so immer als Faktor u, den wir gut ableiten können. Ja? Genau. So, hier haben wir drei Aufgaben. Achtet auf die Grenzen. Ihr müsst am Ende hier noch Grenzen einsetzen. Ja. Kann halt manchmal sein, berechne nur die Stammfunktion oder noch setze am Ende noch die Grenzen ein. Ja, genau, da muss man noch ein bisschen nachdenken. Deswegen, wir wollen ja alles abdecken, deswegen sieht es hier so aus. Ja? Alles klar, dann pausieren wir. Ja. So, die Wahl von U und V ist sehr wichtig. Ich habe hier kein ln, aber ich habe halt einen x-Term drin. Ja, also ein 2x, deswegen U wähle ich als 2x. Ich habe es mir immer auch damals im Studium so aufgeschrieben und dann geguckt, welchen schreibe ich jetzt wohin. 2x nehme ich als u, leite ich ab zu 2, e hoch minus x integriert wird minus e hoch minus x. Ja? Gut, dann habe ich hier meine Übersicht, meine sozusagen vier Faktoren und die muss ich eigentlich hier nur noch einsetzen. Ich sehe u und v' steht ja hier drin. So, das ist das und jetzt muss ich u mal v rechnen, das mal das. Kann man sich vielleicht ganz gut merken. 2x mal minus e hoch minus x. Hier. In den Grenzen von 0 bis unendlich. So kann man das aufschreiben. Es gibt auch andere Möglichkeiten mit eckigen Klammern. Ja. Minus, das kommt hierher. Und jetzt u' mal v. Das ist die Diagonale sozusagen einmal. 2 mal minus e hoch minus x. Ja, super, weil jetzt kann ich das ganz einfach integrieren. Ja, weil das x weggefallen ist. Das ist das Ziel von der partiellen Integration, dieses x irgendwie wegzukriegen, dass ich das zweite Integral einfach integrieren kann. Wenn ihr die Wahl anders gemacht habt, ist blöd, dann steht da irgendwas mit x Quadrat plötzlich hier oder so. Könnt ihr nicht integrieren. Ja? Genau. Ihr seht, also, falls ihr das hier falsch gewählt habt, steckt ihr hier fest. Und dann einfach mal probieren zu wechseln, wie es dann läuft. Genau. Gut, also auch von 0 bis unendlich, das schreibe ich erstmal mit. Und ich setze es ganz am Ende ein. Ja? Das heißt, wichtig ist, diese ganze Nummer muss ich jetzt integrieren. Aber das ist nicht so schwer zu integrieren, weil minus e hoch minus x wieder integriert ist, e hoch minus x wieder. Ja? Weil das abgeleitet ergibt das. Dann steht das hier da, genau, das Minus vorgezogen, bis von 0 bis unendlich. Was haben wir hier gemacht? Nix, wir haben es abgeschrieben. Einfach so, weil es können. Copy-Paste, ne? Ist auch erstmal eine Fähigkeit, ne? Musst du auch mal machen, ja. Hier haben wir ausgeklammert, muss man auch nicht. Ja, aber ist vielleicht ein bisschen einfacher, wenn wir das gleich einsetzen. Aber es ist keine Pflicht, ihr könnt es auch so einsetzen. Wenn ich unendlich einsetze, unendlich denkt es, was ist unendlich? Einfach eine ganz, 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 ganz große Zahl. Können wir mal gucken, was passiert, wenn wir hier unendlich einsetzen. E hoch minus unendlich ist 0. Geht ganz schnell gegen 0. Und viel schneller gegen 0 als das ganz normale. Unendlich. Was steht da hier? 0 mal minus unendlich würde da eigentlich stehen. Aber es ist trotzdem 0, weil dieser Faktor, der E-Funktionsfaktor, geht ganz, 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 ganz schnell gegen 0. Also diese ganze Nummer geht gegen 0, ist 0. Und wenn ich hier einmal 0 einsetze, ist wichtig, kommt nicht 0 raus. Weil E hoch 0 ist 1. Steht hier eine minus 2 mal 1, ja, bleibt minus 2. 0 minus minus 2 ergibt 2. Ja, also achtet darauf, wenn ihr diese Grenzen einsetzt, dass ihr es richtig macht. Und nur wenn ich 0 einsetze, heißt es nicht immer gleich, dass 0 rauskommt. Bei der partiellen Integration. Ne? Genau. Genau, hier nochmal unsere Merkregel. Jetzt kommt nämlich ein ln vor und dieses ln wählen wir als u, denn ln können wir ganz normal ableiten, ist 1 durch x. So, genau.
genau das passiert. Also wir wählen ln als u, das abgeleitet ist 1 durch x. Und v' nehmen wir x, das integriert ist 1/2 x hoch 2. So, dann schreiben wir das Ganze hin. Hier ist wieder die Funktion, die wir integrieren wollen. Klar, u ist ln x, v ist 1/2 x hoch 2. Die Pfeile müssen eigentlich vertauscht sein. Genau, ja. Ist ja auch nicht so wichtig. Hauptsache, wir wissen, dass wir das hier am Ende nochmal integrieren müssen. Und dann müssen wir 1 durch x mal 1/2 x hoch 2 integrieren. So, dankbar, weil sich das x und das x einmal wegkürzen. Ja, das x steht hier im Nenner und das steht sozusagen im Zähler. So, das heißt, was müssen wir nur integrieren? X durch 2. So, x durch 2 integriert kriegen wir hin, ist x hoch 2 durch 4. Ja, genau, ja? Nochmal ganz kurz, was wichtig ist. Das Ziel bei der partiellen Integration ist, dass den zweiten Term dieses Integral so hinzubiegen, dass ich es leicht integrieren kann. Und das kann man halt super integrieren. Ne, genau. Wo war ich stehen geblieben? Jetzt hast du mich unterbrochen. Hier. Genau, dann haben wir die Stammfunktion und setzen dann die Grenzen ein. Man kann auch die Grenzen theoretisch hier separat einsetzen und hier einsetzen. Ist völlig egal. Ist Jacke wie Hose. Wir machen es jetzt hier. Wir haben es jetzt einfach mal so hingeschrieben. 2 eingesetzt. Ja, dann musst du den Taschenrechner eingeben, ne? Ln von 2. Ja. Genau, und 1 auch eingesetzt, auch im Taschenrechner eingeben. Wichtig, Minus und die Klammer. Genau. Ja, wenn man das in den Taschenrechner eingibt, 0,64. Genau, das kommt raus. Kriegen wir nicht mehr im Kopf hin. Meine Lieblingsübersicht. Der erste Term ist jetzt, also Quatsch, erste Term. Der erste Teil. Der erste Teil, ne? Ist jetzt schon wieder egal, weil kein ln vorkommt, aber hier kommt ein x-Term vor und den wählen wir als u, damit wir den schön ableiten können. Ne? Genau. Wir werden sehen. Ihr seht, mit der Übersicht kriegt ihr alles hin. 2 minus x ist jetzt hier mein Faktor. 2 minus x abgeleitet ist minus 1, weil minus x abgeleitet ist minus 1. Ja. Cosinus integriert ist Sinus. Dankbar, ne? Jo. So, setze ich die ganze Nummer ein. Steht hier u mal v. Wichtig, hier muss ich Klammern setzen. Von 0 bis pi schreibe ich das so auf. Und dann habe ich hier noch mein Integral von 0 bis pi. Wie gesagt, die Schreibweise ist hier nicht so eindeutig. Ja? Das kann man auch mit eckigen Klammern machen. Oder ihr schreibt, aber wichtig ist, am Ende muss es halt eingesetzt werden. Einmal die obere Grenze minus die untere Grenze. Und dann habe ich hier nur minus Sinus x, weil u' mal v muss ich ja machen. Minus 1 mal Sinus x. Ich das hier. Genau, dann minus Sinus integriert ist Cosinus. Weil ja, Cosinus abgeleitet ist minus Sinus. Gut, und dann das Minus habe ich, kommt von da runter, von 0 bis Pi jetzt hier integriert. Das kann man sogar im Kopf machen. Theoretisch kann das in so einem taschenrechnerfreien Teil kommen. Ist natürlich blöd, wenn man nicht weiß, was Sinus Pi ist und Cosinus Pi. Ne? Da muss man diesen Verlauf können. Auch so machen. Ja. Muss man sich mal angucken wieder. Genau, da haben wir auch eine Playlist zu. Aber wir können es ja nochmal ganz kurz erklären. Wenn ich Pi einsetze, erstmal setze ich es ein, ne? Einmal Pi eingesetzt und 0 eingesetzt, hier steht ein Minus. Sinus Pi. So wie 180 Grad. Ist 180 Grad, der Sinus startet bei 0, dann ist er wieder bei 0. Nach Pi ist er genau wieder bei 0. Genau, also ist hier auch scheißegal, was hier steht. 2 minus Pi, ja, mal Sinus ist ja eh 0. Ja. Und Cosinus Pi ist halt minus 1, weil er startet bei 1 und ist dann bei Pi genau auf dem Minimum. Gut, und dementsprechend sieht das so aus. Oder gibt es einen Taschenrechner ein, falls es dürft. Ist natürlich dankbar. Da kommt 2 raus. Ne? Genau. Gut. Gut. Dieses Video kommt die mittleren Aufgaben. Da geht es auch darum, dass man plötzlich manchmal doppelt partiell integrieren muss. Genau, dann geht es rund. Ja. Also dranbleiben, Leute. Ne? Ciao. Ciao.